Wir haben sie abgegeben. Wo befinden sich die 10 Stück? Die müssen wir in die Stunden nochmal das Lied alles sehen. Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie verleiht auf ihrer 65. Jahrestagung 2001 und auf einstimmigen Beschluss des Präsidiums die Ehrenmitgliedschaft an Herrn Prof. Dr. Rahim Ramanzada. Emeritierter Ordinarius für Unfallchirurgie am Klinikum Benjamin Franklin der Freien Universität Berlin. Professor Ramanzada hat seine chirurgische Ausbildung bei Professor Fritz Kümmel in Mainz erhalten und wechselte danach als erster Oberarzt an die neu gegründete Klinik für Unfallchirurgie zu Professor Karl-Heinrich Schweigert. 1975 übernahm er den damals vierten Lehrstuhl für Unfallchirurgie in Deutschland am Klinikum Steglitz der Freien Universität Berlin, welchen er bis zu seiner Emeritierung in diesem Jahr innehatte. Er war Präsident der Berliner Gesellschaft für Unfallheilkunde, der Berliner Gesellschaft für Chirurgie, der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie 1992 sowie der Deutschen Gesellschaft für Plastische und Wiederherstellungschirurgie 1993. Er ist Träger des Bundesverdienstkreuzes erster Klasse und bekam von unserer Gesellschaft 1999 eben diese Johann Friedrich Liefenbach-Büste bereits verliehen. Er gehört zu denjenigen Persönlichkeiten, die der deutschen Unfallchirurgie zu ihrem heutigen hohen Ansehen verholfen haben und deshalb wollen wir ihn heute mit der Ehrenmitgliedschaft auszeichnen. Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie ernennt Herrn Prof. Dr. Rahim Ramanzada, Direktor Emeritus der Unfallchirurgischen Klinik, Universitätsklinikum Benjamin Franklin Berlin, in dankbarer Anerkennung seiner außerordentlichen Verdienste um die Unfallchirurgie zu ihrem Ehrenmitglied Mainz, den 16. Juni 2001, der Generalsekretär, Herr Präsident. Erfüllt mich mit großer Freude und ehrt mich sehr. Hierfür bedanke ich mich sehr herzlich. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, in diesem Augenblick denke ich mit großer Anerkennung, Respekt und Dankbarkeit an meine Lehrer und Mentoren. Mein erster chirurgischer Lehrer in Mannheim, Dr. Goppel, bei dem ich vor heute fast genau 40 Jahren meine chirurgische Laufbahn in Deutschland begann. An meinen hochverehrten akademisch-chirurgischen Lehrer an der Mainzer Universitätsklinik, Professor Kümmel. Und schließlich an meinen unfallchirurgischen Lehrer, Professor Karl-Heinrich Schweiger, mit seiner verehrten Gattin hier sehr herzlich begrüßen darf. An dieser Stelle möchte ich besonders Herrn Professor Siegfried Beller danken für seine jahrzehntelange wertvolle, freundliche Unterstützung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich teile diese Ehrung mit all meinen früheren Mitarbeitern und Wegbegleitern, für die ich stellvertretend an dieser Stelle Herr Dr. Fernando Enes Gallau nennen möchte. Nicht zuletzt danke ich meinen Eltern und meiner Familie, insbesondere meine liebe Frau. Danke. Thank you.
Thank you.